Servus, komm mal an. Willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 10 läuft. Wir sind unterwegs mit der Schwarzbaron 160 im WZ-132-1, Stufe 10, Aufklärer der Chinesen. Wir haben hier ein 65 km/h schnelles, vor allen Dingen vom Start weg, ziemlich flottes Teil. Mit einer guten Sichtweite und einem recht guten Tarnwert. 105mm Kanone mit 390 Schaden und 246 Durchschlag. 280 Schaden und 390 auf Hohlladung geschossen und mit Spreng 480 Schaden bei 53 Durchschlag. So, Nachladezeit ist relativ flott, sieht man da schon. Vielleicht hast du Lust, kurz drunter zu schreiben, was du da verbaut hast. 113 haben wir schon mal aufgeklärt. Wir sind auf Malinowka in einem 10er-Gefecht gelandet mit 8 und 9 Unterstützung. Schalldien ist schon offen. Dass da ein bisschen was rüberkommt bei. Jawohl. Keine Lampe drauf. Merkt ihr nicht, dass er offen ist? 1033 Schaden allein am Sheridan aufgeklärt. Nochmal über 1000 Schaden macht schon 2033 Schaden. Heidewitzka. Warum nicht? Stritzwagen ist schon raus. Beim Gegner. Und bei uns ein AMX CDC. So. Also zum Spotten ist das Ding wirklich ganz große Klasse, sehr gut geeignet. Scorpion G auf der linken Seite. Ist sofort offen. Ein katastrophalen Tarnwert. Machst du sofort auf, unglaublich. Wie schnell das geht. So, wir sind über 4000 gespotteten Schaden, wir haben noch nichts ausgeteilt, macht auch keinen Sinn. Das Geheimnis für Leitzfahren am Anfang überleben und am Ende abräumen. Genau so muss man das machen. So. Im Gegner und im eigenen Team jeweils nur drei schwere Panzer, keine Artillerie. Jägermänner Mediums und einige TDs. Pro Team jeweils zwei Lights. Wir haben noch beide. Der Gegner hat einen bereits verloren. Wo befindet sich der andere? Der fährt relativ weit hinten auf der Nullerlinie. Okay. Was haben wir dafür einen? T49? Klar, warum nicht? No Spot, no Win. Aha. Da oben ist das Mäuschen, T55A. Sehr fein. Ja, wir haben gerade eben den 113-Level aufgemacht, aber das waren glaube ich nicht wir. Doch, waren wir. Offen, das ist nicht gut. Da gibt es gleich ein paar Schellen von da. Nein, gibt es nicht. Kette haben wir gezogen. Sofort wieder repariert. SJA1 und da war es das für ihn. Wir werden ein bisschen offensiver und rücken da in der Senke direkt nach vorne durch. Das ist das Schöne, wenn man ohne Artillerie fährt. Ist wenig zu befürchten. Da ist der E50M. Da ist der Sheridan wieder offen. Zum Glück ist von der rechten Seite recht wenig zu erwarten. Sheridan ist raus. 520 Schaden haben wir gemacht. Der 50 hat inzwischen das Feld überquert. Vielleicht sollten wir hinten ein bisschen mit aufräumen. VK 100 über die Strecke bringt relativ wenig, den aufzumachen. Auf den kannst du locker schießen, ohne dass er sich aufmacht, normalerweise. Da ist eine ISO. Sehr weich von der Seite. Schön gemacht. Schade. Ansonsten richtig gemacht, normalerweise richtig gemacht. Gegner spotten. VK prallt uns ab. Warum nicht? E50M prallt an uns ab. Guter Turm. Jawohl. VK 100 kriegt eine eingeschenkt. Meiner ISO wird Schaden gespottet.
Aber von der Seite werden wir überrannt. Oben den Hügel scheinen wir recht gut im Griff zu haben. Ich gehe davon aus, dass das Mäuschen, die Lorraine und der T-55A gleich das zeitliche segeln werden. Schade, kriegen wir nichts drauf. Bisschen weiter. Ja, da kommt er. Kriegst du keinen Schuss drauf? Also kriegst schon einen Schuss drauf, aber kannst du leider nichts anrichten. 6885 Schaden gespottet. Das kannst du schon mal sehen lassen. So. Seitlich durch den Turm hätte was gebracht. Seitlich durch den Turm bringt auf jeden Fall was. Ein Problem ist, der Skorpion ist noch am Leben. Wenn der noch da hinten irgendwo rumsteht, dann wird es schwer. Seitlich durch den Turm müsste gehen normalerweise. Oh, der war genau. Richtig gut, richtig, richtig gut. 1302 Schaden gemacht. Und der Conqueror hat sich da ganz fantastisch gewehrt gegen E50 und Konsorten. Die sind alle bis auf den Stritzwagen 130 draufgegangen. So, ist der Conqueror leider auch raus. Wir sind in der Mitte relativ allein. Sehr schön. Jagdjäger kriegt direkt eine in die Seite. Wir fahren wieder runter an die Senke. Aber wir halbwegs Schutz haben. Vorsicht, Lorraine. Vierer Magazin. Die tut richtig weh. Oh, sehr mutig. Ja. Na, oder? Um Gottes Willen. Wir bleiben erstmal liegen. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, wie viel Glück muss man haben? Wie viel Glück muss man haben, Freunde? Eieieiei, das Ding hätte richtig schief gehen können. Gehen wir davon aus, dass dir da richtig die Muffe gegangen ist. Zumindest bei mir wäre das so gewesen. So. VK-100 ist noch in der Gegend. Jagdtiger nimmt zwar Abstand. Okay, das ist der VK. Haben wir noch einen Skorpion G? Der ist gefährlich. Wenn der HE geladen hat, scheppert's richtig. Glaube ich allerdings nicht. Der wird mit AP unterwegs sein oder mit Goldmunition. Premium-Munition. Da haben wir ihn. Schießt daneben. Vollgut. Sehr schön. Kill eingestreift. Sehr fein. Das Ding ist echt flott unterwegs. Nur 65 Topspeed, aber kann sich absolut sehen lassen. Ab in den Busch. Bisschen nach vorn. Jawohl. Dürfte es noch nicht offen sein? Ne, bist du noch nicht. Wir gehen auf Goldmunition. Weil wir da nur einen Turm sehen. Das geht absolut in Ordnung. Na, nicht drauf schießen, bringt nichts. Doch. Ich bin natürlich wieder der Hellste. Ah. War nur aufgeklärt, aber ich glaube, den hättest du trotzdem getroffen. Das sah nämlich ziemlich gut aus. Den hat vorher einer rausgenommen. Da haben wir den Jagdtiger. Der hat noch 1700 HP. Das werden wir gleich mal ändern. Jawohl. 438er Schelle direkt am deutschen Neuner. 2329 Schaden, 7280 Schaden gespottet. Sieht nach Sieg aus. 11-6, da wird der Gegner nicht mehr viel machen können. Auto-Aim. Jawohl, sehr schön. Schnell genug bist du und wirst von der anderen Seite beschossen, allerdings von der Lorraine. Und die kommt dann mit dem Ziel nicht hinterher. Schön da stehen bleiben, sehr gut. Ja, das war klar, dass ich den Kill jemand anders hole. 3074 Schaden, 7280 Schaden gespottet. Fehlt noch Lorraine und fehlt noch das Mäuschen. Wir haben kurz gewartet, bis wir dazu sind. Da ist das Mäuschen. Mit 88 Schaden. Nicht dein Kill. Ah. Da klaut dir einer den Kill. Da ist die Lorraine. Hat noch 623 Schaden. Das Problem ist, da macht die mit einem Schuss, beziehungsweise mit einem Clip macht er dich platt. Und da ist er raus. Nur zwei Kills, hättest du auf jeden Fall mehr verdient. Aber die Runde war absolut exzellent. Kann man ja noch sagen, schauen wir uns die Auswertung an. Mal sehen, was es dafür gibt. Als allererstes natürlich wieder
Foto. Da. WZ 132, leichter Panzer. So sah das Ding im Original aus. So, Victory, wir haben Patrol Duty, wir haben Scout, Firefacts, Spotter und ein fettes M. Wirklich eine hübsche Runde, bist gut gefahren, kann man nicht meckern. 3482 Schaden. Okay, ist ordentlich. 1337 Basis-XP reichen hier fürs M. Jo, warum nicht? Kann man mal machen. Wir haben 84.000 eingenommen. Mit Premium. Bleiben am Ende 21.000 übrig. Knapp 50.000 sind aus Rohr verschwunden. 16 Schüsse abgefeuert, 12 getroffen, 10 haben geschlagen. Und wir sind 3,45 Kilometer gefahren. Das war halt eher eine passive Runde. Zum Scouten kann man machen, beziehungsweise gehört genauso dazu wie eine aktive Runde. Ist für beides gut geeignet, das Teil. Auf jeden Fall. Schöne Runde, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bitte fleißig draufklicken. Ein Like da lassen fürs Video und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir bleiben bis dahin. Bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.